Ein ganzes Magazin in einem Gegner reingeballert. Nice. So, was ist hier drin? Oh Gott, verdammte Kacke! Man kann es auch übertragen. Wo ist die Axt? Ich habe keine Axt. Oder warum? Was mache ich hier? Du sollst die Axt aufheben. Ja, werf mich hin. Werf mich hin. Hier, trag das. Jetzt einmal hier. Das alles nur, weil er die Axt nicht aufgesammelt hat. Hätte ich diese Axt gehabt, wäre das alles anders gelaufen. Mhm. Komplett anders. Okay, langsam macht sich Frust breit in diesem Spiel, okay? Meine Fresse, ich verballere andauernd meine Munition. Ich bin andauernd low, was Munition angeht, aber was? Ist das hier ein Speicherpunkt, nur weil dieses komische Ring-Geräusch kommt? Okay. Aber ich kann jetzt nicht einfach weitergehen. Ich werde jetzt nochmal kurz mich hier umgucken. Ich weiß nicht, ob er das gespeichert hat, ob ich jetzt beim Zug war oder nicht. Deswegen renne ich hier nochmal hin. Ja, hat er nicht gespeichert. Gut, zum Glück bin ich nochmal hierher gerannt. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal dieses coole Ding an, was auch immer das war. Alter, ey, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ne? Aber ich bin nicht unbedingt scheiße, sondern das Spiel ist einfach echt schwer. So, nochmal hier durch. Hat da gerade was durch die Textur geglitscht oder sah das nur so aus? So, und jetzt hier wieder rein. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier kein Gegner kommt. Also kann ich eigentlich schon mal hier easy durchrennen. Naja, beim ersten Mal war es gruselig, okay? Ich weiß. Spiel. Ich weiß. Ich habe mir gerade in die Hosen geschissen, okay? Ich hab's. Es war schon beim ersten Mal echt gruselig, okay? Diesmal war die Leiche zwar woanders. Ich find's cool, dass es random ist, aber. Es war. Nein, einfach nein, okay? Was? Hab die Ratte gerade getötet? Ich hab die Ratte getötet und Gehirn gekriegt. Ich kann Ratten töten? Ihr kleinen Mistratten hier. Wenn ich euch erwische, ne? Verdammt, Scheiße! Ich kann sie auf jeden Fall legen, das habe ich gemerkt. Ich habe schon eine. Ich muss nur irgendwie erwischen. Weil hier guckt, da habe ich schon wieder eine gelegt. So, MLG. Das Let's Play von Deal With It, meine Damen und Herren. Von mir. Dran hier. Dass man dadurch auch Erfahrungspunkte kriegt, ist so übelst dämlich. Ich hab da jetzt keinen Bock mehr drauf, Alter. Scheiß auf den Rest, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das würde das Let's Play einfach nur viel zu lange in die Länge ziehen, Alter, wenn ich da jetzt so weiter stehen würde. Nur um die Viecher kaputt zu hacken. Ich dachte gerade, da wäre noch einer. Ja, ja, ich weiß. Jing, 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 hier ist irgendwas. Blablabla, bla, bla. Du kannst mich auch mal spielen. Weil dann bin ich eigentlich jetzt da, wo das große grüne Punkt ist auf der Karte. Aber fast, okay, gut. Nee, Messer konnte ich den ja nicht, ne? Aber ich kann den mit der Axt schon mal töten. Muss ich verarschen? Dein Ernst? Der wird bestimmt aufstehen, wenn ich das Ding öffnen würde. Hier müssten eigentlich so viele Werkzeugteile sein, ne? Das müsste eigentlich richtig voll sein mit dem ganzen Scheiß hier drin, ne? Vielleicht kracht so ein Auto von der Hebebühne und es passiert irgendein Scheiß. Wo ist?
Achso, hier hinter, okay. Komm ich da rein? Natürlich nicht! Ah, hier komme ich rein. Was geht? Das Lager von diesen Dingern überrannt ist. Scheiße. Wie soll ich Vorräte besorgen, wenn jedes Lager von diesen Dingern überrannt ist? Das sollte genügen. Da kommt ihr nicht raus, ihr Wichser. James, Ryan hier. Bitte melden. Ich habe einige dieser Dinger im Raum unter der Lackiererei eingesperrt. Bin jetzt unterwegs zum Besucherzentrum. James, hörst du mich? Scheiße. Hier drunter ist ein Lager? Da muss ich hin. Hast du gar nicht zugehört? Da wimmelt es von diesen Dingern. Willst du mich verarschen? Da willst du hin? Da kann ich hingehen, wenn ich irgendwelche Massenvernichtungswaffen habe. Bomben und so ein Scheiß. Aber jetzt? Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Hier unten ist der Eingang nach unten. Wow! Die hässlichste Bitch, die ich jemals gesehen habe. Einfach nur widerlich. Ich will da unten nicht rein. Hier müsste jetzt alles easy sein, ja? Okay. Aber ich will da unten nicht rein, wenn ich ehrlich bin. Weil er hat ja gesagt, dass er die Dinger da unten eingesperrt hat. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt runter und mir das erstmal angucken. Spring da jetzt nicht rein, Alter. Okay, wenn ich da reingehe, gibt es kein Zurück mehr. Ne, das kannst du vergessen, Alter. Das kannst du komplett vergessen. Ich könnte aber das Ding runtersetzen, vielleicht ist noch was im Auto drin. Ja. So. Greif einfach durchs Fenster durch. Das macht natürlich auch Sinn. Ich will die Scheißviecher da nicht rauslassen. Kann ich den Briefkasten eigentlich looten? Nee, kann ich nicht. Ich meine, ich weiß ganz genau, dass da welche drin sind. Ich weiß genau, dass sie aufstehen. Aber er kann sie nicht töten, wenn sie sitzen. Ich meine, das ist das hier. Das ist eine Spawn-Kill-Protection oder warum kann ich die nicht töten? Was war das? Ich will da nicht hin. Guck, bei ihm hat es funktioniert. Das Ding werde ich nicht öffnen. Das kannst du vergessen, Spiel. Kann ich hier was machen? Lull. Ich gerade einen Lauf. Gleich kommt eine Bombe raus, pass auf. Gleich kommt eine Bombe raus. Ich werde mit euch. Bombe. Bip, 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 bumm. Nein? Was? Was? Spiel. Wäre es, wenn du mal Geld reinstecken würdest, anstatt deine Faust? Na, egal. Du weißt schon, was du machst. Der robustes Messer, wie ich das sagen darf. Oh nein, scheiße, ich bin hier in diesem Nebenmissionengebiet, ne? Hier will ich nicht sein. Das ist eine Nebenmission hier. Da will ich nicht sein. Ich würde jetzt wieder ehrlich gesagt nach Hause rennen. Also ich würde jetzt ehrlich gesagt echt gerne wieder nach Hause rennen. Mir wieder Munition holen, den ganzen Scheiß.
Her damit. Her damit. So. Nice. Her damit. So. Das ist echt cool, Alter. Hier sind überall... Du findest hier andauernd irgendwelche Sachen. Komm, was hat der? Auch wieder eine erweiterte Munitionstasche für irgendwas? Nein, der Pistolenmunition noch. Achso, zwei Schrotmunition habe ich gefunden und keine Pistolenmunition. Ups. Aber es war klar, dass der Gegner rauskommt, deswegen habe ich mich doch auch gerade ein bisschen erschrocken, Alter. Ich meine, das war von vornherein einfach klar, dass da was kommt. Das wäre also viel zu einfach gewesen. Oh, nice. Die kann ich auch wieder looten. Oh, ich brauche gar nicht nach Hause rein. Ich kann direkt hier was bauen. Mega. Was ist da drin? Schießpulver. Was denn auch sonst, Alter? Was denn auch sonst? Oh, da sind wieder Nägel. Ich weiß nicht, was ich mit den Nägeln machen muss, aber ich denke mal, das sind ganz normale Baumaterialien. Herstellung. Ich schaff das Gewehr hier nicht, oder nicht machen, verdammt. Ich crafte mir dreimal Schrot und jetzt Pistole. Und noch einmal Schrot. Schrot ist halt einfach... Kannst du nichts zu sagen, Alter. Schrot ist einfach... Ist einfach Master, das ruht einfach, wenn du damit durchgehst. Feuerrad, achso, hab ich noch gegradet. Magazingröße habe ich auch schon. Nachladezeit. Ich habe eigentlich eh die mehr als ein Magazin unbedingt am Start. Also von daher ist es eigentlich auch relativ egal, ob ich da was mache oder nicht. Hier wäre natürlich, ist halt nur der Damage momentan sehr gut. Ich könnte natürlich auch das hier freischalten, dann könnte ich hier direkt schon mal da irgendwann mal rübergehen. Aber bis ich 200 Teile zusammen habe, wird es eh die Ewigkeiten dauern. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, die brauchen mir auch gar nichts holen. Ich kann auch einfach warten, aber... Bis ich dann zum Beispiel das hier holen kann. Ich warte einfach. Ich warte einfach. So, ich lade erstmal meine Waffen nach. Vier Pistolenschuss, Alter. Was will ich damit erreichen? Was zum Teufel will ich damit erreichen? Kräuter. Hier liegt bestimmt noch irgendeiner am hohen Rasen, Alter. Wie Professor Eich mich damals gewarnt hat, Alter. Pass auf. Ja, guck, was sag ich? Die Gefahr lauert immer am hohen Rasen. Also merkt euch das, Leute. Pokémon... Jetzt hilft euch auch in allen anderen Spielen weiter. Die Gefahr lautet immer am hohen Rasen. Immer. Einfach immer. Ich hab knapp 6000 Kilometer, Mann. Holy shit. Ich glaub, so viel hatte ich noch nie dabei, ne? Fuck. Kann ich. Kaputt schlagen kann ich auch nicht, okay. Vor mir im Gebäude ist auf jeden Fall einer drin. Oder daneben. Das kann natürlich auch sein, dass er noch daneben steht, ne? Oh, das ist die alte hier vorne. Ich weiß, wo ich bin. Den hatte ich, glaube ich, schon getötet. Ich kann hier trotzdem nochmal hin und das looten? Warte mal, war ich hier wirklich schon drin? Doch, ich glaube, hier war ich schon, ne? Muss ich doch schon gewesen sein. Das kommt mir alles bekannt vor hier. Aber ich weiß, dass die Hexe hier vorne steht. Also die... Blöde... Whatever. Ihr wisst schon, was ich meine. Die alte, die ich nicht mal von hinten one-shotten kann. Die einfach alles überlebt. Nee, nee, nee. War ich noch nicht. Nee, nee, nee. Die ist da.
messe die jetzt von hinten, dann spare ich mir vielleicht einen Schrotschuss. Dann brauche ich vielleicht nur einen, um die jetzt endgültig zu töten. Der Treffer war unnötig. Dass sie mich getroffen hat, das war komplett unnötig. Und die Musik, dass sie... Da ist einer im Busch, seht ihr den? Der tötet gerade jemanden. Also der war schon tot, also der hakt einfach nur noch drauf ein. Das wollte ich sagen.